Herzlich willkommen zu Le Jeune und Yilmaz, dem ersten hugenottisch-osmanischen Podcast mit Kemal Cem Yilmaz aus Hannover. Hallo. Hallo Martin. Thema heute 4 Jahre Hanau. Vor 4 Jahren, am 19. Februar, ermordete der Terrorist Tobias Rathjen 9 Menschen in Hanau und derer wurde gedacht am Montag, sowohl in Hanau natürlich als auch in Berlin und vielen anderen Orten Deutschlands und auch in der Türkei und mehreren Ländern. Ja, in Berlin habe ich den Protest mitbekommen. Da gab es einen Demozug durch Neukölln über die Sonnenallee und da wurden auch israelfeindliche Parolen gerufen. Das fand ich wirklich total daneben, weil was hat jetzt Israel mit dem Terroristen Tobias Rathjen zu tun, nämlich gar nichts. Das fand ich einfach daneben. Wie fandest du das, Kemal? Ich muss ehrlich zugestehen, dass ich das gar nicht mitbekommen habe. Aber zurzeit ist die Stimmung ja so aufgeheizt. Wir haben das ja auch bei den in den letzten Wochen liefen immer wieder sehen können, dass innerhalb der Demonstrationen plötzlich pro-israelische und pro-palästinensische Gruppen sich gegenseitig bekämpft haben oder sich gegenseitig beschuldigt haben. Und ja, wir haben gerade sehr diffuse Zustände. Ja, aber hier hat ja wirklich ein Terrorist vor 4 Jahren in Hanau 9 Menschen ermordet. Und derer wird gedacht. Das finde ich richtig, dass man da gedenkt. Da hat ein schrecklicher Terroranschlag stattgefunden. Und ich meine, er hat ja im Prinzip mehr als 9 Menschen ermordet, wenn ich das nochmal sagen darf. Es wurden 9 Menschen mit Migrationshintergrund ermordet und dann hat der Terrorist noch seine Mutter ermordet und anschließend sich selbst getötet. Also haben wir insgesamt 11 Todesopfer und 9 davon sind, denke ich mal, ganz klar fremdenfeindlich oder rassistisch motiviert. Und wenn jetzt da eine Gedenkveranstaltung stattfindet oder eine Demonstration, dann finde ich es einfach unpassend, wenn man das dann für andere Themen missbraucht, wie zum Beispiel für israelfeindliche Parolen. Das ist meine Position. Da stimme ich dir voll zu. Wollte im Grunde nur hinweisen, dass dieser Missbrauch von Verbrechen oder auch anderen Ereignissen für eigene Zwecke einfach gang und gäbe ist. Es ist ein Markenzeichen unserer Zeit sozusagen, dass alles für andere Zwecke missbraucht wird und es nicht mehr um die eigentliche Sache oder ums eigentliche Gedenken geht, sondern um irgendwelche anderen politischen Agenten. Und vielleicht auch kurz noch zu dem 10. Todesopfer bzw. Mordopfer, die ja auch von denjenigen, die dieses Verbrechen, diesen Terrorakt auch in eine gewisse Richtung ausschließlich ziehen wollen, die halt ausgelassen wird. Ne? Also bei dieser Kampagne Say Their Names hört man nichts von der Mutter des Terroristen, Gabriele Rathjen. Und das finde ich eigentlich schade, weil sie ja auch ein Opfer ist. Sie ist ganz klar ein Opfer. Sie ist ein Opfer, sie bleibt ein Opfer, wie alle anderen Menschen, die Tobias Rathjen ermordet hat. Und ich bin immer für Inklusion, also für gemeinsames Gedenken, für gemeinsames Gestalten, für ein Miteinander. Und deswegen, wenn man Gabriele Rathjen mit vorlesen würde bei den Namen der Opfer, wäre das für mich ein guter, inklusiver Ansatz. Ich fand noch etwas sehr unglücklich, nämlich dass ausgerechnet am 19. Februar, dem 4. Jahrestag der Terroranschläge von Hanau, ja, das Land Hessen eine riesen Berlinale-Party geschmissen hat in Berlin. Die Berlinale, das ist natürlich ein großes Event für die Filmwirtschaft, gehört zu den 3 großen Festivals der Welt, Cannes, Venedig, Berlin, das sind die großen 3. Und natürlich darf da auch Hessen feiern, das ist gar keine Frage. Aber warum muss man unbedingt diese große Hessen-Party am 19. Februar machen? Die Berlinale, die geht 10 Tage. Da gibt es 9 andere Tage, an denen Hessen seine Party hätte schmeißen können. Wie findest du das, Kemal?
Ja, ich finde das geschmacklos, vor allen Dingen deshalb, weil man ja sich sonst so sensibel und empathisch zeigt. Ja, und diese Empathie und diese Sensibilität sind eben größtenteils gar nicht echt. Ne? Das zeigt dieses Ereignis. Wie du es gesagt hast, man hätte an 9 anderen Tagen diese Feier veranstalten können. Aber nein, man tut es genau an dem Jahrestag des Terrorattentats von Hanau und zeigt damit ja eine gewisse Doppelmoral, legt man da an den Tag. Ne? Und die anderen Bundesländer haben auch Partys gegeben, gar keine Frage, bei denen auch dann die Ministerpräsidenten kommen. Ne, zum Beispiel, ich war selber auf der Party von Mecklenburg-Vorpommern und da war Manuela Schwesig auch persönlich zugegen. Man hat ja viele unangenehme Termine als Politiker in diesen Zeiten und ich glaube, dass die dann auch gerne mal so einen angenehmen Termin mitnehmen, ne? Berlinale Party, ne? Da ist ja nichts Unangenehmes zu befürchten, ne? Man trifft Stars und hat einen netten Empfang. Und Boris Rhein ist nicht am 19. Februar zu der Hessen-Party gekommen, weil jemand aus seinem Umfeld dann doch gecheckt hat, das wäre nicht so gut, wenn am 19. Februar der Ministerpräsident Boris Rhein in Berlin auf der Berlinale Party feiert. Da ist dann doch aus dem Umfeld des Ministerpräsidenten ja, die Notbremse gezogen worden. Ja, es stellt sich halt die Frage, würde das Land Hessen die Berlinale Party, ihre Berlinale Party auch an einem 7. Oktober oder an einem 9. November veranstalten? Und da ist einfach ein gewisser Doppelstandard zu erkennen und die meist eben muslimischen Opfer dieses Terroranschlags sind halt dann doch eher Opfer niederen Rangs, wenn man das so will. Bei anderen Opfern würde man wahrscheinlich etwas sensibler sein und eben ein freudiges Ereignis wie so eine Feier auf einem Filmfestival doch auf einen anderen Tag verlegen. Also ich glaube nicht, um das jetzt mal zuzuspitzen, also Hessen hat ja die Berlinale Party am 19. Februar gemacht. Ich glaube nicht, dass Israel in Berlin am 7. Oktober eine Party ausrichten wird. Das glaube ich auch nicht. Also halte ich für völlig ausgeschlossen. Die Richtung, in die du jetzt gehst, dass du sagst, Muslime seien Opfer zweiter Klasse in Deutschland oder in Hessen, also das will ich jetzt nicht für die Stadt Hanau gelten lassen, denn die Stadt Hanau hat sich wirklich sehr bemüht um die muslimischen Opfer. Hat er auch eine Gedenkveranstaltung an den 3 Gräbern in Hanau gemacht. Also es gibt, das ist vielleicht nochmal ganz interessant, in Hanau 10 Friedhöfe. 8 Friedhöfe sind christlich und 2 Friedhöfe sind jüdisch. Es gibt keinen muslimischen Friedhof in Hanau, aber es gibt einen Hauptfriedhof, einen Zentralfriedhof und da, der ist ziemlich groß in Hanau und wenn man da bis zum Ende durchgeht, ne, bis zum anderen, also vom Haupteingang einmal quer über den gesamten Friedhof und dann ganz nach links, also ganz hinten links in der Ecke, umgeben von den Friedhofsmauern, da ist so ein kleines Gräberfeld für muslimische Menschen, die dort bestattet werden können. Und da sind 3 der Opfer vom 19. Februar begraben. Und da war dann eben auch, am 19. Februar waren da eben auch der türkische Generalkonsul Erdem Tunca und der stellvertretende Ministerpräsident des Landes Hessen, Kaweh Mansouri. Und wer nicht dort war, war die Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Die ist nur bis zum Eingang gekommen. Am Eingang gibt es so eine Trauerhalle. Und da hat sie einen Kranz des Bundes niedergelegt. Und das wurde jetzt von türkischen Zeitungen kritisiert. Also warum war nur der türkische Generalkonsul Erdem Tunca und der stellvertretende Ministerpräsident Kaweh Mansouri bei den muslimischen Gräbern? Und warum ist Nancy Faeser bei den christlichen Gräbern geblieben?
Dazu hat die Hürriyet sehr ausführlich berichtet. Ich kann leider kein Türkisch. Was schreibt da die Hürriyet? Naja, die schreibt, dass es eben zwei separate Gedenkfeiern an dem Friedhof gab. Eben eine an den Gräbern, wo halt sozusagen islamische gebetet wurde, und eine am Eingang zum Friedhof. Ich wusste das gar nicht. Ich habe das auch erst in der Hürriyet gelesen. Und ja, es wundert mich ehrlich gesagt, dass man sich da nicht auf eine einzige Feier einigen kann, Gedenkfeier, und da so eine Trennung stattgefunden hat, was ich auch irgendwie merkwürdig finde, aber jetzt nicht dahingehend interpretieren würde, dass Frau Faeser nicht bei den im muslimischen Teil des Friedhofs verweilen wollte oder so. Und vielleicht noch zu der Aussage, dass Muslime Opfer zweiter Klasse wären. Also innerhalb Deutschlands ganz sicher nicht oder mittlerweile sicher nicht. Sogar eher das Gegenteil. Da werden ja eher, sagen wir mal, deutsche Gewaltopfer durch Ausländer in den letzten Jahren, sage ich mal, versucht zu kaschieren. Aber auf globaler Ebene, auf weltpolitischer Ebene ist das definitiv der Fall. Wenn man sich einfach vor Augen führt, dass im Irak, wenn man einfach die letzten 25 Jahre neuere Geschichte vor Augen nehmen, dann sehen wir, dass im Irak über 1 Million, in Afghanistan vergleichbar ungefähr genauso viele, wenn nicht sogar noch mehr, Zivilisten durch westliche Staaten getötet wurden. Und das eben einen sehr viel geringeren Stellenwert in der Berichterstattung hier in Deutschland hat, als beispielsweise durch Russland getötete ukrainische Zivilisten oder auch jüdische Zivilisten, die durch die Hamas-Angriffe ums Leben gekommen sind, dann stimmt meine Aussage sicherlich. Und das jüngste Beispiel dieser Zweitklassigkeit als Opfer von dieser Zweitklassigkeit von Muslimen als Opfer ist ja jetzt das Gaza-Bombardement, wo jetzt innerhalb von wenigen Wochen mittlerweile über 30.000 Zivilisten getötet wurden, davon die Hälfte Kinder und Jugendliche. Und es hat einfach geringere Auswirkungen. Ja, die Empörungsschwelle ist viel höher angesetzt hier in der Gesellschaft und vor allen Dingen in den Medien, wenn Muslime massenhaft getötet werden. Ich fühle mit allen Opfern, ob in Israel oder im Irak, ich will, wenn du es mir gestattet, noch mal kurz bei Hanau bleiben. Ich habe mir auch mal die Bilder des Gedenkens angeschaut. Ich bin selber ja in Berlin gewesen am 19. Februar bei der Demo auf der Sonnenallee. Ich habe nicht gesehen, dass dort, zumindest als die Fotografen dort waren. Ich spreche jetzt nur für den Zeitpunkt. Ich weiß ja nicht, wer dort war, als nicht fotografiert wurde. Ne? Aber wenn man sich eben die Pressefotos anschaut vom Friedhof am 19. Februar in Hanau, dann sieht man da Frauen mit Kopftuch oder auch dunkelhäutige, schwarzhaarige Frauen ohne Kopftuch und eben Menschen, die eindeutig, ich sag mal so, türkisch oder kurdisch aussehen, also ältere Männer mit weißem Bart, ne, mit dunklerer Gesichtsfarbe. Du weißt ungefähr, was ich sagen will. Ja, aber ich sehe da jetzt keine alten, weißen, deutschen Männer, ne, oder wenn ich mal so einen Ausdruck benutzen darf. Und zumindest nicht auf diesen Pressebildern. Und das deckt sich ja mit der Berichterstattung, dass eben Kaweh Mansouri dort war, von der SPD, der stellvertretende Ministerpräsident, er ist Moslem, und der Generalkonsul Erdem Tunca, er ist Generalkonsul der Türkei. Warum jetzt Nancy Faeser oder eben auch andere Politiker wie Boris Rhein war nicht an der Stelle oder die Landtagspräsidentin Astrid Wallmann, die war auch vorne bei den christlichen Gräbern, wo die Grenze des Bundes, des Landes und der Stadt Hanau aufgestellt wurden, niedergelegt wurden. Also von der Bildsprache ist es für mich irgendwie doch dann eindeutig, ja? Wobei ich eben nicht weiß, was passiert ist, als nicht fotografiert wurde. Also meinst du, dass Faeser ungern im islamischen Bereich des Friedhofs abgelichtet worden wäre, oder wie? Nee, nicht ungern. Ich weiß ja nicht, also die
Das Bundesinnenministerium gibt zum Beispiel keine Auskunft, warum Nancy Faeser nicht bei den muslimischen Gräbern war. Aber ich sag mal, es sind ja Leute hingegangen. Also wie zum Beispiel der Kaweh Mansouri, ne, als stellvertretender Ministerpräsident. Aber der Ministerpräsident war nicht dort, die Bundesinnenministerin war nicht dort, die Landtagspräsidentin war nicht dort. Also die protokollarisch höchsten Vertreter der staatlichen Organe, die waren eben nicht bei den muslimischen Gräbern. Und nach meinen Informationen auch nicht zu der Zeit, als nicht gefilmt und nicht fotografiert wurde. Also sie waren überhaupt nicht dort. Warum, weiß ich nicht, weil darüber weder die Stadt Hanau noch das Bundesinnenministerium Auskunft gibt. Ich will da jetzt auch nicht spekulieren, aber die Frage ist halt, wie das interpretiert wird nachhinein. Ich will niemandem, das sage ich ganz deutlich, eine böse Absicht unterstellen. Also nicht Frau Nancy Faeser, die ja Antifaschistin ist und die sicherlich überhaupt nichts gegen Muslime hat. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Also sicherlich ist das bei ihr keine böse Absicht. Und bei der Stadt Hanau erst recht nicht, die sich wirklich sehr gründlich und wohlwollend um die muslimischen Opfer kümmern, ne? Seit 4 Jahren. Naja, also Frau Faeser hat zumindest so lange nichts gegen Muslime, solange sie nicht fundamental oder konsequent oppositionell zur derzeitigen Regierungselite oder zur SPD oder SPD-Grünen-Komplex, sage ich mal, stehen. Aber wenn Muslime selbst anfangen nachzudenken und sich nicht für ihre Agenda vereinnahmen lassen, dann sind sie ihr wahrscheinlich auch nicht besonders sympathisch. Und also von Seiten der SPD oder den Grünen gibt es auch eine Menge, ich will nicht sagen Muslimenfeindlichkeit, aber doch sehr viel Diffamierung und gewissermaßen auch Ausgrenzung. Ja, das können wir mal irgendwann vielleicht im Detail auch besprechen. Und jetzt Frau Faeser persönlich zu kennen, vermute ich mal, dass sie dann aber nichts gegen die Muslime hat aufgrund ihrer Religionsmerkmale, also dass sie Muslime sind, ne? Sondern aufgrund politischer Gründe. Und da meinst du vielleicht jetzt die aktuell gegründete DAWA-Vereinigung, die für die Europawahl antreten möchte und zum Beispiel mit Fatih Singal jemanden nominiert hat als Europaparlamentskandidaten, der ja aus der SPD kommt. Ja? Oder so wie ja viele Türken, die nach Deutschland gekommen sind, erstmal in die SPD gegangen sind, bis sie sich jetzt teilweise anderen Organisationen anschließen. Und DAWA hat ja auch ein Statement rausgehauen zu Hanau. Hast du das gelesen? Ja, das hatte ich gelesen. Das fand ich jetzt nicht so spannend. Da sind halt die Standardfloskeln von einem angeblich systemischen Rassismus und so weiter, der hier vorherrscht, der dann letztendlich zu dieser Tat geführt habe. Und ich halte auch DAWA jetzt nicht für eine relevante Organisation. Das ist der dritte Versuch, hier in Deutschland so eine Art AKP-Ableger zu etablieren und ist meines Erachtens zum Scheitern verurteilt. Vielleicht noch kurz zu der Tatsache, dass eher konservative Türken lange Jahre immer bei der SPD und so weiter untergekommen waren. Also das ist ein Paradox, dass eben viele Türken, die in der Türkei eher wertkonservativ, islamisch-konservativ wählen, dann hier in Deutschland eher zu linken Parteien neigen, die eben migrantenfreundlicher sozusagen erscheinen. Und ja, dieses Paradox, das löst sich jetzt so langsam auf. Und mittlerweile ist es einfach so, dass so ein Drive eher hin zur CDU zu beobachten ist und in jüngster Zeit sogar auch zur AfD hin. Und ich denke, dass dieser Trend sich in der nächsten Zeit auch fortsetzen wird. Also vielleicht nochmal zurück zur Gedenkfeier. Also ich habe irgendwie keine Erklärung dafür, warum diese Gedenkfeier aufgesplittet wurde und warum konnten sich die zuständigen Organisatoren da nicht einigen, eine gemeinsame würdige Gedenkveranstaltung abzuhalten. Das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage, vor allem weil ja jetzt ja die Außenwirkung so fatal ist. Ja? Also siehe die Hürriyet-Berichterstattung, aber nicht nur dort, auch andere Medien
in der Türkei haben es aufgegriffen, teilweise auch ein bisschen krawalliger, ne, wie die Sabah und so weiter, gerade so die Tabloid-Formate. Aber es ist nicht wirklich zu mir was durchgedrungen. Ich habe ja mit Mitarbeitern auch der Stadt Hanau telefoniert und man möchte sich dazu nicht direkt äußern. Aber es muss was vorgefallen sein, das ist ganz klar. Aber so, dass dann eben die einen gesagt haben, wir gehen zu den muslimischen Gräbern. Ja, wie gesagt, ja, habe ich es schon mehrmals gesagt, auch Kawi Mansouri als stellvertretender Ministerpräsident. Aber die anderen, die protokollarisch höher gestellt sind, die sind eben bei der Trauerhalle geblieben, die ja von christlichen Gräbern umgeben ist. Ja. Und man muss aber auch dazu sagen, es sind 3 von 9 Opfern in Hanau begraben. Oder 4 von 10. Wenn wir jetzt Gabriela Radje mit dazu nehmen, sind 4 von 10 Opfern in Hanau begraben. Und die anderen Opfer sind außerhalb Hanaus begraben. Und teilweise im Ausland, Türkei, Bulgarien, wo, also in verschiedenen Ländern. Und ich möchte noch mal doch ganz kurz zu Dava noch ein Wort sagen, wenn ich darf. Also einfach, der Bezug ist jetzt einfach auch die Pressemitteilung zu Hanau, sonst hätte ich Dava jetzt hier gar nicht mit reingebracht. Das sind sehr komische Leute, die sich da zusammengeschlossen haben. Eine ganz merkwürdige Mischung, die reicht eben von den bisherigen Versuchen, gescheiterten Versuchen, einen AK-Party-Ableger in Deutschland zu gründen. Es gab übrigens schon 4 Versuche, nicht 3, wenn ich dich da mal ganz kurz ergänzen darf. Der erste ist aber Mitte der 90er gewesen. Das ist so lange her, dass es wieder in Vergessenheit geraten ist. Das war der Frankfurter Rechtsanwalt Sedat Ceskin, der die erste, ich zitiere, Türkenpartei, Zitat Ende, in Deutschland gegründet hatte, Mitte der 90er Jahre. Dann ja, nur gab es damals noch keine AKP, das muss man halt dazu sagen. Da gab es noch die Reffach-Partei. Ja, gut, aber Mitte der 90er Jahre. Aus der die AKP Jahre, später. Genau, aber die, genau. Diese Denkrichtung gab es schon Mitte der 90er Jahre. Ja, klar, also sozusagen wertkonservativ, islamisch-konservativ. Genau, ja. Auch wenn wir es Reffach gibt es ja in dem Sinne immer noch, wenn auch in einem ganz neuen Gewand. Aber Mitte der 90er Jahre gab es natürlich schon diese Denkrichtung. Ja, klar, die gibt es schon immer. Genau, ja. Und da war ja Erdogan auch schon aktiv Mitte der 90er Jahre. Richtig, da war er Bürgermeister von Istanbul. Genau, und Sedat Ceskin hat auch diese Idee als erster nach Deutschland getragen, war da der Vorreiter. Dann kam der zweite Versuch mit Haluk Yildiz, mit dem Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit, was praktisch die Übersetzung von AK-Party ins Deutsche ist, gewissermaßen. etwas holprig übersetzt. Und dann kam der dritte Versuch, das war die sogenannte Demokratische Allianz für, nee, das ist ja, sorry, das ist der vierte Versuch. Nee, Allianz für Deutscher Demokraten. Genau, von Remzi Aro, Ramazan Akbaş und Halil Ertem. Und jetzt kommt diese Demokratische Allianz für Vielfach und Aufbruch, da war als vierter Versuch. Und da sind Leute dabei von IHH, die ja in Deutschland verboten wurde, von Milli Görüş, auch jemand, der früher mal bei FETÖ war, Leute, die früher mal bei der Big-Partei waren, bei UETD, was auch so eine Lobbyorganisation gewesen ist von der AK-Party, nicht als Partei, sondern tatsächlich als Lobbygruppe. Also eine ganz wilde Mischung. Und ich stimme dir dazu, dass die keinerlei Bedeutung hat und dass sie sicherlich auch wie die anderen 3 Versuchen scheitern werden. Ja, es ist im Grunde ein Versuch, durch Rebranding nochmal einen neuen Anlauf zu nehmen, hier sowas wie eine islamisch-konservative Partei aufzubauen. Nur das Problem ist, dass gerade hier in der türkischen Jugend, sage ich mal, der Zuspruch oder die Sympathien für AKP-nahe, islamisch-konservative Organisationen eher abnimmt. Und deswegen wird diese Partei auch keinerlei festen Rückhalt hier in der türkischen Community in Deutschland erhalten. Die wird ihre, ja,
Die wird ihre paar tausend oder zehntausend Stammwähler haben, die aus etwaigen Organisationen sozusagen oder Strukturen da fest verankert sind. Und ansonsten, man muss ja auch mal sehen, dass selbst DITIB, was ja so eine Art ja, Konsens war über mehrere Jahrzehnte hinweg, also wo sowohl ja, wo verschiedene politische Lager innerhalb der türkischen Gemeinschaft hier in Deutschland sozusagen eine Anlaufstelle hatten, wo man freitags zum Gebet gehen kann und so weiter. Selbst gegenüber der DITIB ist sehr viel Skepsis und auch Kritik gewachsen in den letzten Jahren, einfach weil es immer mehr als ein AKP-Organ wahrgenommen wird von vielen Türken, als eine staatlich sozusagen an den türkischen Staat, also als eine neutrale Organisation. Ja, und ja, damit haben sie sich selber geschadet. Also absolut. Man kann nur hoffen, dass diese Entwicklung irgendwann auch wieder umkehrt. Ja, das hat ja die Türkei immer ausgezeichnet, das Säkulare, der Laizismus, die Trennung von Religion und Staat. Da war ja die Türkei wirklich eisern. Ja, sie ist ja immer noch laizistisch und sie wird das auch bleiben. Es besteht nicht die Gefahr, dass die Türkei zu einer Theokratie wird. Diese Gefahr ist genauso absurd wie letztendlich der Versuch der AKP zu glauben, dass man durch Vereinnahmung der DITIB aus den Türken hier dann brave AKP-Jünger macht. Also so naiv sind die Menschen dann eben doch nicht. Und dann zeigt sich eben zunehmender Widerstand gegenüber solchen Vereinnahmungsbestrebungen. Genau, zumindest die DITIB wurde von der AK-Partei unterwandert. Und das Personal von da war ist einfach auch uninteressant. Die haben einfach keine gute Persönlichkeit unter ihrem Personal. Allein deswegen werden sie schon scheitern. Und die meisten, die dort engagiert sind, denen geht es um ihren persönlichen Vorteil, dass sie da irgendwie noch eine weitere Funktion haben, weiteren Titel haben, den sie auf ihre Visitenkarte oder auf ihren Briefkopf drucken können. Das ist der Eindruck, den ich von den Leuten dort habe. Zwei Tage vor dem Hanau-Gedenken wurde zwischen Wismar und zumindest in Mecklenburg-Vorpommern, zwischen Wismar und Schwerin ein Bus gestoppt mit Angehörigen von Mehmet Turgut, einer der Opfer des NSU. Mehmet Turgut ist aus Kajalık in Ellerse. Spreche ich das richtig aus? Ellerse, ja. Genau. Ja. Und am 17. Februar am Abend waren die Angehörigen und Teilnehmer des Gedenkens unterwegs und wurden gestoppt von der Polizei, und zwar von 60 Polizeibeamten, glaube ich, wenn ich das so richtig gelesen habe, und mit Wasserwerfer. Also völlig übertrieben nach Aussage der Landtagsabgeordneten Konstanze Ulrich von Bündnis 90 Die Grünen, die dann, als sie von der Maßnahme erfahren hat, dorthin gefahren ist. Also das ist, finde ich, auch sehr merkwürdig, vor allem weil die Bereitschaftspolizei, die diese Maßnahme durchgeführt hat, nicht wirklich kommunizieren konnte, warum das stattgefunden hat. Also das passt für mich eben auch noch jetzt noch in diesen Themenkontext, dass das Gedenken an den vom NSU ermordeten Mehmet Turgut überschattet wurde von dieser unverhältnismäßigen Polizeimaßnahme. Ja, ich würde gerne noch mal zu sprechen kommen auf den auf die Wahrnehmung dieser ganzen Terrortat und auch darauf, wie verschiedene Strömungen das sozusagen in ihre eigene Richtung versuchen zu ziehen oder daraus ihrem jeweiligen politischen Gegner versuchen, damit zu attackieren. Also es ist ja völlig klar zu sehen, dass diese Terrortat von Hanau
instrumentalisiert wurde, um die AfD zu bekämpfen. Also das heißt, das geht, also es fängt da an, dass eben die AfD eine Stimmung schüren würde, die solche Terroranschläge sozusagen erst ermöglicht und nicht die Zustände in diesem Land oder das Versagen der Behörden sei schuld an diesem Verbrechen, sondern die AfD mit ihren Sprüchen und Reden und so weiter. Und das finde ich natürlich fatal, weil zum einen sehen wir, dass der Mörder, dass der Terrorist ganz klar im Vorfeld dieser Tat ganz klare Signale von sich gegeben hat, die dazu geführt hätten müssen, dass man ihm zum Beispiel die Waffen abnimmt und auch den Waffenschein und so weiter. Und zum anderen muss man einfach sagen, ja, die AfD hatte bisher noch überhaupt keine Verantwortung. Also sie hat ja keine Behörden kontrolliert oder irgendwelche Regierungen gestellt, sondern verantwortlich für Gewalt und für Terror ist dann doch die, sind doch dann die, diejenigen, die auch die Macht haben. Also da finde ich, da werden Sachen verdreht und ins Gegenteil verkehrt, die ich nicht richtig finde. Das geht so weit, dass eben immer wieder darauf auch sozusagen darauf gepocht wird, dass der Attentäter einen Tag vor seiner Tat ein Video zum Beispiel von Björn Höcke sich angeschaut habe. Ja, ja, dann könnte man eben bei jedem Gewaltverbrechen gucken, was der jeweilige Täter oder Täterin einen Tag vorher sich für Videos angeschaut hat oder so und dann sozusagen jemanden daraufhin beschuldigen. Also es ist meiner Ansicht nach sehr dubios, was hier gemacht wird. Man hätte das Ganze nicht parteipolitisch instrumentalisieren sollen, sondern versuchen sollen, ein gemeinsames, selbst mit denjenigen in der AfD, und das sind ja im Grunde fast alle gewesen, die diese Tat ebenso verurteilt haben, ein gemeinsames Gedenken versuchen zu schaffen. Und das wäre sozusagen ein Schritt in Richtung Befriedung, Verständnis, ja, ein Schritt in Richtung eigentlich mehr Demokratie, wenn man so will. Aber stattdessen wurde das massiv parteipolitisch ausgeschlachtet und eben versucht, eine völlige Einseitigkeit herzustellen. Auf der anderen Seite muss ich fairerweise auch dazu sagen, dass von Seiten der AfD oder AfD-nahe Gruppen und Aktivisten und so weiter eben einzig und allein auf die Schizophrenie des Täters versucht wird hinzuweisen. Also dass quasi das überhaupt nichts mit Fremdenfeindlichkeit oder eben Rechtsextremismus zu tun hatte, sondern der Ratjen hätte sozusagen auch jeden anderen töten können. Und es sei sozusagen mehr oder weniger reiner Zufall, dass es sich nur um Menschen mit Migrationsgeschichte gehandelt hat, die da umgebracht wurden. Und das ist natürlich genauso Quatsch. Also sowohl aus seinem Manifest als auch aus seiner ganzen Biografie, die jetzt nun sehr gut erforscht ist, geht heraus, dass er ein fremdenfeindlicher Extremist war, der aber eben auch krank war, also schizophren und Wahnvorstellungen hatte und absurdeste Dinge gehört und gesehen hat, also offensichtlich ein Fall für eine psychiatrische Anstalt. Nur das eine schließt eben das andere nicht aus. Der kann schizophren sein, der kann psychisch krank sein und trotzdem eben ein fremdenfeindlicher Extremist. Das heißt, diese Tat war beides. Sie war die Tat eines Psychopathen, der eben auch ein fremdenfeindlicher Extremist war. Und so sollte man das sehen und weder von der einen noch von der anderen Seite aus versuchen zu framen und schon gar nicht als politisches Kampfmittel zu missbrauchen. Als die NSU-Morde passierten, hauptsächlich ja wohl durch Uwe Mundlos, Uwe Bönhardt, Beate Zschäpe, da gab es die AfD noch nicht. Und auch als Peter Werner Schröder den Samuel Kofi Yeboah in St. Louis getötet hat, der wurde unlängst dafür verurteilt, gab es die AfD auch noch nicht. Aber
Tobias Rathjen, der Terrorist von Hanau, oder David Somboli, der Terrorist von München, Stefan Ballier von Halle oder Stefan Ernst, der Walter Lübcke umgebracht hat. Da gab es die AfD bereits. Und jetzt heißt es auf der Internetseite von Politische Schönheit, die Partei, ich zitiere, Alternative für Deutschland ist der politische Arm des Rechtsterrorismus in Deutschland. Zitat Ende. Das ist die AfD-Verbot-Webseite. Ja, was sagst du dazu, zu dem Standpunkt von Politische Schönheit, die ein AfD-Verbot fordern, weil die AfD der politische Arm des Rechtsextremismus ist? Ja, also das Zentrum für politische Schönheit ist der künstlerische Arm des Linksextremismus in Deutschland. Ne? Also das kann ich dazu nur sagen. Das ist offensichtlich. Sie machen schon irgendwo eine künstlerische Tätigkeit sozusagen im weitesten Sinne, wenn man das vielleicht einordnen will, geht das in den Bereich Performance-Kunst. Aber zu 90% ist das meines Erachtens reiner politischer Aktivismus, und zwar linksextremistischer Aktivismus, der quasi jede, ja auch nur jede Spur von Konservatismus oder nationalbewusstem Denken ausradieren will. Genau, da gibt es eine Entscheidung vom Landgericht Berlin II, dass diese Videos nicht mehr verbreitet werden dürfen. Allerdings ging es mir nur darum, wir haben ein Problem mit Terrorismus in Deutschland. Das will ich, und das muss irgendwie adressiert und gelöst werden. Die Frage ist nur, was hat die AfD damit zu tun? Ich meine, immerhin wird die AfD in einigen Bundesländern inzwischen von weit über 30% der Wähler gewählt. Also wenn ich jetzt mal die Schätzungen, die Prognosen für Sachsen, Thüringen und Brandenburg, ne, als Referenz nehme, dann kann man natürlich die AfD verbieten, wenn man das politisch durchsetzen kann und auch gerichtlich bestätigt bekommt. Die Frage ist eben nur, was macht man dann mit den ca. 35% der Wähler? In Sachsen oder Thüringen. Genau, ja. Genau. In anderen Bundesländern sind es weniger. Das will ich hier auch nicht verheimlichen. Aber in einigen Bundesländern sind es eben um die 35%. Ja, was machen wir dann mit denen, Kemal? Ja, also eine AfD-Verbot ist aus vielerlei Gründen völlig abwegig und auch nicht realistisch und wird mit Sicherheit auch nicht passieren. Diese Gleichsetzung von Rechtsextremismus bis hin zu Rechtsterrorismus mit der AfD halte ich für fatal. Es ist eine fatalisierende Sprache, die dort angewendet wird, und sie funktioniert ja auch nicht. Also die Leute lassen sich ja immer weniger, die Wähler lassen sich immer weniger davon abschrecken. Es tritt mehr oder weniger das Gegenteil sogar ein. Umso fatalistischer die Sprache und das Agieren überhaupt gegen die AfD, desto mehr Zustimmung erhält sie ja. Und selbst das führt bis heute offensichtlich nicht dazu, dass AfD-Gegner begreifen, dass man mit der AfD eben ja erstmal vernünftig, inhaltlich, sachlich umgehen muss und sie auch dementsprechend sozusagen kritisieren muss oder angreifen muss auf einer Sachebene. Das ist bis heute nicht durchgedrungen, aber es wird gar keinen anderen Weg geben, als so mit der AfD umzugehen. Und steht für mich außer Frage. Es gibt ja vieles, was man an der AfD durchaus kritisieren kann, auch zum Teil fremdenverachtende Sprache und so weiter, was aber nicht ständig oder nicht auf die ganze AfD zu beziehen ist. Im Gegenteil, es gibt auch innerhalb der AfD Stimmen, auch gewichtige Stimmen, die gerade auch Menschen mit Migrationshintergrund ansprechen. Es gibt sogar Menschen mit Migrationshintergrund in der AfD, in den Parlamenten und so weiter. Also dieser pauschale Vorwurf gegenüber der AfD, sie sei fremdenfeindlich, würde Deportationen anstreben und so weiter, ist völlig irreführend und
wird halt auch so nicht mehr akzeptiert von der Wählerschaft. Und ja, also es ist traurig, in was für einem Zustand sich sozusagen die öffentliche Debatte befindet. Es wird nicht mehr über die Dinge gesprochen, die tatsächlich ja, Sachgegenstand sind. Also es werden keine inhaltlichen Debatten geführt, sondern es wird versucht zu projizieren, es werden Horrornarrative aufgebaut, es werden Leute dämonisiert und es entsteht einfach keine sachliche und faire Debatte. Und das ist eines der Grundprobleme unserer Zeit. Und ja, da muss man halt darauf hoffen, dass sich dies bald mal ändert, ne? Und diese ganze Spannung so ein bisschen abkühlt. Da sehe ich doch schon ein Thema für die Folge 2 von Le Jeune und Dilmas, dass wir einfach mal die AfD zum Thema der nächsten Folge machen. Ja, denn das war ja nun die Hanau-Folge und ich denke, dass die AfD es verdienen würde, über sie mal eine eigene Sendung zu machen. Ja, und vielleicht wollen wir uns ja beide mal zur Vorbereitung etwas genauer diese Seite AfD-Verbot von politischer Schönheit anschauen, denn da sind schon viele Zitate zusammengestellt, auch mit sehr genauen Quellenangaben, die zum Teil schon sehr verstörend sind, ja, und eindeutig in meinen Augen extremistisch sind, aber das kann man sich ja mal anschauen und dann können wir ja mal... Das müsste man sich dann tatsächlich im Detail und auch im Kontext genau. Anschauen und ich würde das auch nicht abstreiten. Ich habe auch immer wieder selber heftig auch die AfD und oder bestimmte Aussagen und so weiter von AfD-Politikern kritisiert. Nur man muss halt A, die Kirche im Dorf lassen und B, dieselben Maßstäbe auch anderen Parteien und anderen Politikern ja. gegenüber ansetzen. Und das findet meines Erachtens überhaupt nicht statt. Letzte Frage, wenn ich die noch kurz stellen darf, weil es jetzt einfach in die Berlinale Zeit fällt. Was sagst du dazu, dass die AfD ausgeladen wurde von der Berlinale? Falsches Signal. Richtiger wäre es, wie gesagt, du hast ja vorhin selber gesagt, man sollte lieber inkludieren als exkludieren. Richtig wäre es, die AfD auch ganz normal einzuladen, wie man das die letzten Jahre ja auch schon gemacht hat. Wenn das eben so üblich ist, dass da alle Parteien, die im Berliner Senat vertreten sind, eben zu dieser Veranstaltung eingeladen werden. Und es ist eben jetzt im Zuge dieser Demokratieproteste passiert. Ja, also es ist für mich eine große Augenwischerei und ja, es drückt auch ein bisschen die Verzweiflung aus, die vorherrscht, weil man eben nicht mehr weiter weiß, weil man halt eben jetzt sieht, die AfD ist irgendwie so bei plus minus 20% seit vielen Monaten. Im Osten ist sie die stärkste Partei geworden. Und ja, das sind so Verzweiflungsakte. Ja, aber wie gesagt, ich hoffe, dass das sozusagen die letzten Versuche sind, die AfD auf illegitime Weise zu bekämpfen und dass danach ein etwas vernünftigerer und demokratischerer Umgang mit der AfD sich etablieren wird. Du hattest das Schlusswort, lieber Kemal. Die Dreiviertelstunde ist vorbei. Das war die erste Folge des ersten hugenottisch-osmanischen Podcasts Le Jeune und Yilmaz. Und ja, beim nächsten Mal werden wir uns dann etwas näher der AfD widmen und laden euch zum Weiterhören ein. Vielen Dank, lieber Kemal. Danke, Martin.